50 Stunden ohne Kompromiss ist eine großartige Initiative und ein Projekt, das die Eigenverantwortlichkeit und die Aktivität und die, ja, die Selbstverantwortlichkeit von jungen Menschen stärkt. In Österreich unternehmen rund ein Drittel aller jungen Menschen freiwillige Arbeiten, engagieren sich ehrenamtlich und das ist um rund 10% mehr als in der Europäischen Union. Und das ist wirklich toll, das ist zu unterstützen. Da möchte ich mich auch bei allen jungen Menschen bedanken, die hier mitwirken und vor allem aufrufen, sich bei dieser Initiative 72 Stunden ohne Kompromiss zu beteiligen. Lass dich nicht pflanzen, setz dich ein, 72 Stunden ohne Kompromiss. Das finde ich fasst das Thema ja wirklich sehr schön zusammen, weil genau um das geht. Junge Menschen sollten sich artikulieren, sollten sich aktiv einbringen und einfach was tun. Und ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr positives Zeichen, wenn man hier mitmacht, einfach um zu demonstrieren, dass man sich eben nicht pflanzen lässt, sondern aktiv die Dinge in die Hand nimmt.